Let's play Schiss. Hey ho und herzlich willkommen zu der dritten Folge des LS19 Felsbrunnen Projektes. Heute auch allein, zu dem Thema mit dem Alleinsein. Kevin wird dann auch irgendwann mal kommen, aber es kann sein, dass es meine Grafikkarte nicht mehr packt, dass Kevin das Spiel nicht spielen kann. Und deswegen wird er erst das wahrscheinlich spielen können, wenn er einen besseren Laptop hat, deswegen sind wir so circa 20 Folgen wahrscheinlich ohne ihn, aber dann sollte er auch kommen, wobei wir auch mal dann vielleicht mit anderen Leuten da in die Richtung was machen können. Aber auf jeden Fall, gut, meine Grafikkarte packt es nur nicht, wenn ich jetzt aufnehme, ne? Also das ist ja nochmal ein Unterschied. Und zwar sind die Ballen ja fertig gepresst und letztes Mal wollten wir noch anfangen, die Ballen einzusammeln, haben wir aber nicht mehr geschafft. Ich habe schon zwei Ballen eingeladen. Aber die restlichen Ballen werden wir jetzt auch machen. Und ich habe mir heute schon wieder so eine kleine Planung für den Hof zusammengestellt. Und ich kann euch versprechen, Leute, da werden mindestens 100.000 Cash mal einfach wegflattern. Also das würde ich erst machen, wenn wir... übrigens, meine Stimme hört sich wahrscheinlich ein bisschen tiefer an oder allgemein. Ich habe nämlich jetzt schon wieder Halsschmerzen. By the way, heute, wo ich das aufnehme, ist der 25. Also von dem her, die Folgen sind nicht wirklich vorproduziert, da jetzt heute, es ist 14.55 Uhr, der 25.12., ne? Das heißt, vor ein paar Minuten kam Folge 2 raus. Das heißt, ich nehme die wirklich eigentlich direkt hintereinander auf. Beziehungsweise ich... Also es ist halt wirklich kein großer Abstand bisher da. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob jetzt die dritte Folge jetzt schon am Donnerstag kommen wird. Oder erst am Samstag. Weil ich nicht weiß, ob ich Saft Attack dazwischen schiebe oder ob ich dafür noch eine Folge aufnehme. Auf jeden Fall, ja. Ist das mal egal. Ja, gut. Ich habe, by the way, Ansgar hat ja mal dieses Thema angesprochen mit dem Video und sowas, er hat ja glaube ich auch einen 4K-Monitor, wenn ich das richtig verstanden habe. Übrigens, wenn das bei euch jetzt hier etwas komischer aussehen sollte, bei mir ist die Qualität ist auch eher ein bisschen runtergeschraubt. Ich könnte mir gut vorstellen, er hat ja auch im Video gesagt, dass es da so eine Art Grafikmod gibt und anscheinend gab es ja sowas im LS17. Und da wäre ich natürlich mal dran interessiert, was der dann für einen nutzt. Aber jetzt würde ich erstmal kurz gucken, dass wir ein paar Ballen hier rüberbringen. Und die erstmal abladen, wo es erstmal nicht gebraucht wird. Wir können ja mal, ich überlege gerade. Es gibt, by the way, schon Mods, wo der Deutz-Kleintraktor und der Deutz-Mitteltraktor drin sind. Das heißt, es gibt einen Deutz 7 Series schon als Mod, den habe ich dann noch nicht drin. Wobei ich mir auch den, glaube ich, nicht reinmachen werde, da ich die anderen Deutz eh nicht so gern mag. So. Jetzt aber hier wäre mein Vorschlag jetzt gewesen, die Ballen tatsächlich hier abzuladen. Ich hoffe, der lädt die so ab, ne? Ja, funktioniert neben LS17. Gut, dann fahren wir nämlich mal direkt rüber wieder. Da stehen jetzt nämlich die Strohballen. Wir werden da so... Das sind ja jetzt 8, das heißt... 24 Strohballen aufladen. Und die anderen werden dann verkauft. Genau. Das ist so die, und dann, ich wollte gerade sagen, das ist so die Planung für die heutige Folge, das ist sie aber auch. Und dann ist noch das Vorhaben, das Weizen zu verkaufen. Und, Leute, das hat, wobei, ich habe mal mit der Saatmaschine dieses Thema geklärt, aber ich glaube, dazu kommen wir dazu später mehr.
Ich finde halt, Alice ist irgendwie so laut, ne? Ich nehme noch mal kurz, Moment. Ich kann euch mal kurz erklären, wie das geht. Und zwar kann man hier in die Mixer-Option gehen, indem ihr einfach mal sucht nach Mixer-Option. Und wenn ihr da reingeht, könnt ihr zum Beispiel Farming Simulator. So, leiser stellen. Ich habe gerade mal kurz aus Versehen die Aufnahme beendet gehabt. Bin nämlich auf meine G1-Taste gekommen, auf mein Hotkey. Jetzt ist das Game nämlich schon leiser. Und ich finde es allein jetzt schon angenehmer. So. Ich überlege gerade mal. Wir können ja mal. Es ist wieder Screenshot-Time, Leute. Es ist wieder Screenshot-Time. Es ist schon wieder Screenshot-Time. Überlegt, ob ich das am besten mache. So, ich habe mal diesen Piepston übrigens ausgeschalten. Der belästigt uns jetzt nicht mehr. Übrigens, ich werde demnächst noch, sobald wir die Photoshop-CD gefunden haben, wo Photoshop drauf installiert ist, kann ich auch mal so einen Schriftzug machen. Damit, also das, ich werde die. Ist im Nachhinein dann alle Thumbnails, alle momentan, also von Folge 1 und 2 und glaube ich auch von Folge 3 wahrscheinlich, weil so schnell werden wir die nicht finden, werde ich dann im Nachhinein noch den Schriftzug hinzufügen, wenn ich es nicht vergessen sollte. Und ja. Dann steht dann nämlich auch so wie bei Ansgar zum Beispiel, also Nordrhein-TV Play, LS19 Felsbrunnen Projekt. Wie ihr die Schrift am einfachsten kriegt, ist übrigens einfach ein Bild von einem Anfang irgendwie auf YouTube googeln, wenn ihr da eine schöne Schrift gefunden habt oder so ein Bild, wo das zum Beispiel wie jetzt, ach keine Ahnung, gibt es was Schönes, dann könnt ihr das bei Photoshop mit so einem Magnetlasso, wenn ihr das Bild irgendwie gedownloadet habt, ist ein bisschen komisch erklärt jetzt von mir, aber ja. Ich hoffe, das müsst ihr jetzt abladen, ne? Das setzt sehr schön da hinten dran. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr jetzt so ein Bild von Angst, einen Folgenklappen von Angst gehabt, könnt ihr einfach das Bild herunterladen. Keine Ahnung, ihr könnt ja mal googeln, weil YouTube-Thumbnails werden immer in Google-Bilder gespeichert und da könnt ihr einfach auch mal gucken. Und ja. Ich zum Beispiel werde mit Photoshop dann von einem Bild von Ansgar einfach die Schrift mit dem Gold mit einem Magnetlasso raus editieren und die nehmen. Weil so macht man das allgemein auch andere, das oder die schicken sich halt gegenseitig, wenn man beide, wenn man zum Beispiel bei live, schicken die sich die Schriften natürlich zu oder auch nicht, keine Ahnung. Ich könnte mir auch jetzt eine andere Schrift holen, wenn mir was Besseres gefällt. Also das ist komplett egal, das hat jetzt nicht irgendwie mit Ansgar nachmachen zu tun, falls das jetzt schon wieder einige denken sollten. Also hier in dem Projekt ist so eine Denksache irgendwie noch nicht vorgekommen. Aber kann ja mal sein, also in anderen Videos kam sowas halt vor. Dass die Leute denken, ich fake das und ach ja. Solche Kommentare gäbe es wahrscheinlich auch wieder, wenn ich jetzt irgendwie Chaosflows Intro nehme. Wenn es als Template gäbe, hätte ich das schon längst genommen. Weil ich das ultra gern mag, dieses nicht das Neueste, weil ich weiß gar nicht, hat der momentan ein richtiges Intro ein, ich weiß nicht, ist das Neueste. Ich glaube, das, was ich habe, momentan. Oh, wir sind schon wieder voll. Ich glaube, das, was ich habe, momentan nur in Grün, ne? Ein bisschen anders.
Jetzt kommt hier die nächste Ballenladung. Kann nun, ich finde, ich weiß nicht. Im Nachhinein muss ich sagen, der Deutsch hört sich ein bisschen arg komisch an, ne Leute? Ich würde den eventuell verkaufen, weil der hat so ein komisches, helles Geräusch. Also ich kann ja mal. Gibt bestimmt auch so Soundpakete, wo die Traktoren ein bisschen anders klingen. Sowas würde ich mal in Betracht ziehen, mir zu holen. Weil ich mir manchmal schon andere Traktoren-Sounds wünschen würde, ne? Weil vor allen Dingen die Hupe. Die Hupe finde ich ja noch okay, ne? Aber den Farmbooter-Sound, das geht gar nicht. So, jetzt haben wir hier auch unsere 24 Ballen. Ich glaube, es müsste reichen. Und alle anderen Ballen, die. Na, geh hoch. Die laden wir jetzt auf und verkaufen die. Ich muss gerade überlegen, wo kann man die nochmal verkaufen? Keine Ahnung, ich finde halt. Der Dolz macht eigentlich ein viel zu grelles Geräusch. Das macht der im LS nicht, ne? Guck euch halt mal die Rundumleuchten an, ne? Das ist heftig, die Grafik davon. Kann ja mal die anmachen. Ich habe die nicht realistischen, glaube ich, gerade an, ne? Ich weiß nicht, was da der Unterschied sein soll. Aber naja. Wenn ihr wisst, wie ich die Videografik in dem Spiel hier besser hinkriege, könnt ihr es mir ja mal gerne schreiben. Denn ich persönlich weiß es nicht. Ich warte auf die Antwort von Ansgar. Und ja. Übrigens, was ich gerade noch in den, bevor ich das hier aufgenommen habe, gelesen habe. Und zwar, eigentlich wollte ich den Kommentar einblenden. Wir können ja. Also ich kann mal sagen, und zwar hat jemand in die Kommentare geschrieben, wenn nächstes Mal denke ich dran, das einzublenden und sowas, weil ich ja vorhab, das in Videos einzublenden. Wobei ich jetzt noch schauen muss, wie das geht. Aber jetzt muss ich gerade überlegen, genau, die Saatmaschine wollten wir später noch ansprechen, genau. Aber jetzt wäre erstmal wichtig, wo kann ich denn. Übrigens, den maximalen Kredit haben wir ja schon ausgenutzt. Das heißt, wir werden hiernach, werden wir. Was ändert sich hier? Ach, egal. Wir werden dann Sojabohnen erstmal anpflanzen müssen, damit wir Geld machen. Wir müssen mal gucken. Weil wir haben, glaube ich, nicht mehr genug Platz für Pferde. Aber mich interessiert es gerade mal, wie viel bringt denn Stroh? Oder wo kann ich Stroh bekommen? Oder wie sieht denn Stroh überhaupt aus? Keine Ahnung, wo ich das abliefern soll, ne? Ich überlege jetzt mal gerade. Man hier runter. Nee. Wir fahren mal zur. Ich besuche die mal kurz. Guck, ob das hier ist. Nö, ist nicht hier. Okay. Dann.
Lecker Delfinerei auf jeden Bahnhofsmühle. Nein. Scheune. Ja, Scheune. Das heißt, setzen wir uns einen Marker und fahren zur Scheune damit. Toll, auf dem Marker wird wahrscheinlich wird es wieder nicht angezeigt. Ich bin by the way letztes Mal ja in der oft viel in der First Person gefahren, deswegen fahren wir mal heute weniger in der First Person. Blink, 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 blink. Dann können wir meine Fahrkünste außerhalb betrachten. Okay, innerhalb sind meine Fahr. Okay, das die Straße ist oft hier, wenn ich jetzt fahre. Also. Die finde ich jetzt nicht so angenehm zu fahren. Ich bin schon falsch, ne? Ja. Bin schon. Hallo? Idiot. So, wir müssen umdrehen. Machen wir kurz den Warnblinker an. Wir holen den mal kurz. Alter! Das ist ja. Die, also, gerade, was ist denn jetzt mit der Steuerung wieder los? Sorry, das Schild muss ich überhaupt mitnehmen. Ich komme da ja nicht rum, ne? Also, die Steuerung ist gerade dezent. Komisch. Alter, das ist so eine dünne Straße für so einen dicken Traktor, ne? Gut, heute ist jetzt gerade meine Fahrkünste nicht so prickelnd. Ach, sag nicht, hier ist schon wieder 30, ne? Hier ist überall immer 30. Jetzt wird die Stelle ist mein Tipp. Warum blinkt der jetzt links? Hä? Hier muss man doch gar nicht links blinken. Ich blinke jetzt rechts, ne? Weil ich hier rein muss. Ohne anzuschlagen geschafft. So. Und jetzt wird das hier verkauft. So, und Money gemacht. Ja, nicht so viel. Geht besser. Mich würde es mal interessieren, ob das an der Motoraufrüstung liegt, dass der Deutsch so komisch klingt, ne? Das teste ich mal in meiner Testwelt. Wenn das heute tatsächlich der Fall ist, dann kann ich einfach sagen, ja, hier, ich grade den Deutsch von der Motoraufrüstung down, ne? Weil. Dann, war ganz ehrlich, das klingt so schrecklich. Ich find's. Ach man, jetzt habe ich einen Blick reingemacht. Ich will eigentlich. Man kann nicht gleichzeitig den Tempomat einstellen und hier fahren, während man hier. Ist unglaublich. So, jetzt habe ich den Tempomat eingeschalten. Weil anscheinend darf man ja hier nicht langsam, darf man ja nicht schneller als 30 fahren. So, toll. Das ist genau wie bei unserem Peugeot, ne? Du hast hier volle Kanne diesen Rahmen im Weg. Ich muss nochmal zurückfahren, weil ich sehe hier halt nicht, wenn ein Auto kommt, ne?
So, ich halt mal 40. Geht ja gar nicht so. Hallo, blinken. So. Diese Fahrt, die hätten wir definitiv, die hätte ich definitiv schöner hinkriegen können. Das war jetzt nicht unbedingt meine beste Fahrt. Aber naja. Ja gut, jetzt habt ihr aber auch gesehen, wo wir das Ganze hier abladen werden. Und jetzt machen wir aber erstmal noch zum Ende der Folge, verkaufen wir mit dem John Deere das ganze Zeug hier. Wobei ich finde, der John Deere macht auch mehr oder weniger komische Geräusche. Naja. Wobei, jetzt muss ich kurz gucken, wo sind denn die Preise am höchsten? Für Weizen. Tatsächlich die Bahnhofsmühle. Das ist wo? Das ist da unten. Okay. Boah, nee, ich muss schon wieder. Achso, da waren wir doch vorhin, ne? Aber da hat der eine. Er hat keine Anhängerkupplung. Toll, dann hätte ich nämlich jetzt Ballen mitgenommen, ne? Ich habe den Rechtsblinker gesetzt. Ah, doch nicht. So, mit dem John Deere will ich tatsächlich mit First Person fahren. So, hier rum. Warnblinker an. Haben wir eigentlich eine Rundumleuchte? Nee, haben wir nicht. Hier den Berg hoch machen wir einen Warnblinker. Ich bin falsch gefahren, ne? Nein! Zeit. Wie drehe ich jetzt hier um? Das schafft der Johnny nicht hier rauf. Nein, falsch gefahren. Bitte, Johnny, bitte, 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 bitte. Jo, der Johnny schafft's. Puh. So. Mit dem Blinker ausschalten. Ich dachte, da links geht's jetzt rein, ne? Aber warum fahre ich denn auch nach links? Wir waren doch da vorhin. Bin auch doof, ne? So, das finde ich so ein Punkt, der kotzt mich richtig an, ne? Die Straße ist viel zu eng hier. Du musst da wirklich für diesen Pfosten fahren. Keine Ahnung, wie du das anders hinkriegen willst mit so einem Traktor. Weil in Zukunft da wir die Pfosten fahren müssen, ne? Weil anders wird es nicht gehen. Also ich finde John Deere allgemein von der Einrichtung wirklich schön. Und auch eine schöne Marke, aber naja. So, jetzt sind wir ja gleich dort. Mach mal den Warnblinker, wir sind ja relativ groß. Beziehungsweise. Ja. So, wir blinken schon mal rechts, dass die Leute wissen, dass wir rechts reinfahren. So. Ich bin schon zu weit gefahren. Nee, das ist ja viel Handy. Ach, das muss ich da vorne abladen, ne? Ja. Nee. Ah, nee, da ist die Bahnhofsmühle. Die Scheune bietet es auch an?
Ja, gut. Dann schon wieder falsch gefahren. Und jetzt soll ich mit dem großen Ding hier schon wieder rausrangieren, ne? Oh je. Ne, muss man noch weiter zurück. Jetzt aber. Heilige Makrele. Wird heute eine lange Folge. Ich sehe schon. Dann müssen wir das mit der Saatmaschine aber erst in der nächsten Folge klären. Bis dahin werde ich dann auch mal die Ballen. Ich finde die Straßen viel zu eng, ne? Also das muss ich echt sagen. Ich mag die Felsbrunnen-Map echt. Aber so kleine Landstraßen wie die hier jetzt, das ist mir zu eng, ne? Das ist mir zu eng. Aber ganz ehrlich, ich, ja. Alter! Das Gewicht! Hilfe! Alter, das hätte ich jetzt gerade mal merken müssen, wie das Gewicht einfach mich weggedrückt hat, ne? Ich bin jetzt fast dran vorbeigefahren. Alter, das Gewicht hat mich weggedrückt. Du kannst echt nur mit Warmblinken gefahren. Geht gar nicht anders. Nein, ne? Warte mal. Ich hab mal kurz eine Vermutung. Wetten, das geht nur wieder mit Zug. Boah, nee, es geht auch ohne, ne? Ich komme schon. Ich komme schon. Musste nur kurz wissen, wo ich hier lang muss. Wir warten jetzt noch kurz. Und jetzt fahren wir. Alter, das die Kurve hier schon wieder, ne? Da kommt der Johnny nicht hoch. Oder? Nee, da kommt der Johnny nicht hoch. Kennst du Knicken? Es halten sie doch die Schnauze! Meine Güte! Der Johnny kommt hoch. Doch, jetzt. Alter, der Deutsch wäre jetzt easy gewesen, aber mit dem Johnny, der hat nicht genug Leistung, sondern. Alter! Für das Highlight hier würde ich doch mal sagen, stellt doch mal ein bisschen Daumen nach oben durch, um nicht so von Felsbrunnen zu verpassen. Abonniert mich und aktiviert die Glocke für Pop-Benachrichtigungen und E-Mail-Benachrichtigungen, damit ihr auch auf jeden Fall keinen Abo-Box-Bug habt und hundertprozentig kein Video mehr verpasst. Und ja, schreibt mir bitte einen netten Kommentar oder was ich falsch gemacht habe oder ob ich jetzt irgendwie das woanders hätte abladen oder sonst irgendwas. Aber dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Haut rein und ciao, Leute. Nice, 25.000.